Niemand hat die Absicht, die Mobilität einzuschränken. Wir schreiben das Jahr 2040. Fliegen ist nur noch einmal im Jahr erlaubt. Und wenn, dann nur dann, wenn du auch noch einen CO2-Ausgleich zahlst, was den Preis für den Flug verdoppelt. Autos sind in der Innenstadt total verbannt. Wenn du von A nach B fahren willst, von einer Stadt zur anderen, brauchst du eine Sondergenehmigung und die kriegst du nur, wenn du einen triftigen Grund vorweisen kannst. Autos sind sowieso im Privatbesitz total verboten. Es gibt in den Vorstädten riesige Parkflächen, wo du ein Auto buchen kannst und dann, wenn du eine Erlaubnis hast, von einer Stadt in die andere fahren darfst. Ist das Zukunftsvision? Wird das bald Realität oder sind das nur Spinnereien oder Verschwörungstheorien? Ich glaube nicht. Wir sind genau auf diesem Weg. In kleinen Schritten versucht man uns die Mobilität zu nehmen. Zunächst mal ging es um CO2. Jetzt hat die EU aber auch noch die Unfallzahlen im Visier und sagt, die müssen wir unbedingt senken. Und wie geht das, wenn man Unfälle senken will? Dann müssen wir weniger Auto fahren. So einfach ist die Logik der Politiker in Brüssel. Die sind nämlich gerade wieder aus der Sommerpause zurückgekommen und haben Seltsames geplant, nämlich nichts anderes als ein Fahrverbot durch die Hintertür. Den Führerschein, so wie wir ihn kennen, mit seinen Erlaubnissen, bestimmte Gewichtsklassen zu fahren und so weiter, den wird es wahrscheinlich in Zukunft nicht mehr geben. Es gibt scharfe Restriktionen für Fahranfänger, aber auch für Senioren. Das alles ist natürlich kein Fahrverbot. Es dient ja nur der Sicherheit. Es dient ja nur der Eindämmung von CO2, werden Sie uns wieder sagen. Aber ich glaube, wir sind genau auf dem Weg, dass man uns die Mobilität in den nächsten Jahren komplett entziehen will und wir dann nur noch zu Hause sitzen können und vielleicht im Park spazieren können. Also was jetzt ans Licht gekommen ist, das zeige ich euch jetzt hier mal. Das ist wirklich der Hammer. Wir schauen uns mal an, was die da in Brüssel geplant haben. Hier ein Artikel. EU plant massive Führerscheinreform und bei Reform muss man ja schon immer hellwach werden. Das heißt nichts Gutes. Eigentlich ist Reform ja irgendwas Gutes, irgendwas Nettes, irgendwas Positives, aber nein, es wird alles komplizierter oder verunmöglichter oder noch schwieriger. Also EU plant massive Führerscheinreform und was dahinter verbirgt, das könnt ihr euch schon vorstellen, das kann nichts Gutes sein. Nach einem Berichtsentwurf, der in dem Fokus vorliegt, werden weitreichende Änderungen vorgeschlagen. So soll es künftig Tempolimits nach Altersklassen gestaffelt geben. Tempolimits nach Altersklassen gestaffelt. Also wie man das jetzt wieder überprüfen will, steht auf einem anderen Blatt. Fahranfänger dürfen demnach Fahranfänger nur noch 90 Kilometer schnell fahren, nur noch 90 Kilometer. Das entspricht dem Realtempo natürlich von Lkw auf deutschen Straßen. Und das würde bedeuten, dass Führerschein-Neulinge praktisch es unmöglich gemacht wird, einen Lkw überholen. Tja, also solche Geschichten kann sich natürlich nur irgendein Politiker in Brüssel ausdenken. Also 90 Kilometer für Fahranfänger, Höchstgeschwindigkeit, man kann auch noch nicht mal einen Lkw überholen, aber sei es drum. Es geht aber weiter im Text, das wird immer schöner. Das möchte ich euch auch nicht vorenthalten. Also man kann nur noch mit dem Kopf schütteln. Hinzu kommt noch, dass man für Fahranfänger, also dieses Innen, das stört mich ja total hier, dass man unter Umständen für Fahranfänger Nachtfahrverbote aussprechen will. Die Mitgliedstaaten können besondere Vorschriften für Fahranfänger festlegen, um das Fahren in der Nacht, und zwar von Mitternacht bis 6 Uhr, zu beschränken, heißt es. Das zum Thema, niemand will die Mobilität einschränken. Also erst zwischen 0 Uhr und 6 Uhr für jüngere Fahranfänger, wie auch immer oder wie auch immer man das definieren will. Dann kann man ja irgendwann auch sagen, okay, 22 Uhr ist ja auch schon Nacht. Oder wenn es dunkel wird, dürft ihr nicht mehr fahren, bis es wieder hell wird. Also Fahrverbot durch die Hintertür. Wird aber noch besser. Das zeige ich euch jetzt hier. Noch einmal gehen wir weiter im Text. Ebenfalls betroffen von den Änderungen wären Senioren.
Laut dem Entwurf wäre der Führerschein künftig ab dem 60. Lebensjahr nur noch 7 Jahre lang gültig, ab dem 70. Lebensjahr nur noch für 5 und ab dem 80. nur noch 2 Jahre. Nach dem jeweiligen Zeitraum muss der Führerschein laut Focus zufolge jedes Mal auf eigene Kosten erneuert werden. Ob man die Fahrerlaubnis wiedererlangt, soll von einem umfassenden medizinischen und psychologischen Untersuchung abhängig gemacht werden. Das heißt also, eigentlich ist das ja Ageism, die Alten dürfen nicht mehr fahren. Sie müssen also quasi wie ein Pilot jährlich oder in einem bestimmten Turnus zum Arzt und das muss man wahrscheinlich auch noch selbst bezahlen, diese Untersuchung ist ja klar. Viele Rentner haben aber jetzt schon gar kein Geld mehr, die können sich das gar nicht leisten. Also ist das eigentlich der Ausschluss bestimmter Altersgruppen von der Mobilität, indem ihnen verboten wird, ab einem bestimmten Alter ohne irgendwelche Untersuchungen noch ins Auto zu steigen. Schöne neue Welt, kann man dazu nur sagen. Gucken wir weiter im Text. Was sie da noch alles geplant haben. Also hier Tempo 90 für Anfänger. Hinzu kommt aber auch noch, und das ist jetzt wichtig, dass also auch die Gewichtsklassen für die Autos beschränkt werden sollen. Ja? Also bis jetzt ist es ja so, dass du mit einem Führerschein bis zu 3,5 Tonnen fahren kannst. Das sind also so Klein-LKWs eigentlich. Wenn man mal einen Umzug macht oder was Schweres transportieren will, kann man sich so ein Ding mieten. Aber auch das soll jetzt eingeschränkt werden. Und das zeige ich euch jetzt hier. Das sind also alles geleakte Details aus einem Entwurf der EU. Wir haben wohl nichts anderes zu tun, als sowas zu machen, ja. Also für Wirbel soll auch folgender Vorschlag sorgen, steht hier. Demnach soll es künftig für alle Pkw-Führerscheine der Klasse B eine Gewichtsgrenze von 1.800 Kilogramm geben. Gewichtsgrenze 1.800 Kilogramm. Bislang waren es 3.500, habe ich ja eben schon gesagt. Wer schwere Fahrzeuge steuern will, muss er demnächst eine neue Fahrerlaubnis machen, ein B+ erwerben. Dieser wäre aber erst ab 21 Jahren zu haben. Also erst ab 21 Jahren darfst du dann also 3,5 Tonnen fahren. So will es das Politbüro in Brüssel. Was sie sich dabei gedacht haben, ist nicht ganz klar. Aber eins ist klar, sie wollen uns schikanieren, drangsalieren und hinterher abkassieren. Das ist doch der einzige Grund. Und die Gewichtsklassenreduzierung, das ist also ganz schön schmutzig. Das ist ja wirklich ein schmutziger Trick, denn es geht ja nicht nur darum, dass du also einen kleinen LKW fährst, weil du mal dein Klavier von A nach B transportieren möchtest oder umziehen möchtest. Über 1.800 Kilogramm, das sind meistens die SUVs, also die etwas größeren Autos, die wiegen ja auch schon, was weiß ich, 2 Tonnen zum Teil. Und die darfst du dann mit deinem alten Führerschein nicht mehr fahren. Also das ist doch wirklich der helle Wahnsinn. Wo bleibt der Aufschrei in der Republik? Schauen wir noch mal kurz rein, was da weiter geschrieben wird. Laut Focus zielt eben diese Gewichtsbeschränkung vor allem auf SUVs, die meist über 1,8 Tonnen schwer sind. FahranfängerInnen, die innen auch, die dürfen wir nicht vergessen, soll es so schwer bis unmöglich gemacht werden, einen SUV zu steuern. Mann, 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 Mann. Also ich weiß es nicht, in welcher Welt leben wir. Haben wir denn eigentlich überhaupt keine anderen Probleme als diese Sachen? Haben die Politiker nicht verstanden, dass sie den Leuten das Leben erleichtern sollen, dass sie den Wohlstand mehren sollen und dass sie das Leben entbürokratisieren sollen? Das haben sie offenbar nicht verstanden. Tatsächlich ist es so, dass es also mit jeder Woche irgendwie verrückter und komplizierter wird. Was spricht denn dagegen, dass man die Führerscheine so lässt, wie sie sind? Eigentlich gar nichts, ja? Das Leben hat ja nun auch funktioniert davor. Und ob man damit die Unfallzahlen mit diesen, das sagt ja die EU, die Unfallzahlen senkt, das wage ich jetzt auch zu bezweifeln. Denn statistisch gesehen passieren die meisten Unfälle unterhalb von 100 Kilometern pro Stunde. Ja, schon, ihr habt richtig gehört, unterhalb von 100 Kilometern
passieren die meisten Unfälle. Aber man will uns halt drangsalieren und so weiter und kommt dann mit irgendwelchen Begründungen, Sicherheit, Sicherheit, Senkung der Unfallzahlen, was ja so gar nicht stimmt, weil wie gesagt, die meisten Unfälle eigentlich eher bei geringen Geschwindigkeiten passieren. Und dann natürlich auch das CO2-Argument, das wird uns wahrscheinlich noch sehr, sehr, sehr lange bewegen und unsere Lebensweise bestimmen. Aber nochmal, es geht ja gar nicht darum, das habe ich ja in einigen anderen Videos auch schon gesagt, dass es da um CO2 geht und so weiter, sondern sie wollen eigentlich die Mobilität einschränken und eigentlich sind sie da auch schon voll dabei mit kleinen Schritten. Ihr kennt ja die Geschichte mit dem Frosch, es wird immer schwieriger. Jetzt haben sie ja in vielen Innenstädten, so auch hier in Berlin, schon Tempo 30 in unsinnigen Zonen eingerichtet. Angeblich soll das der Luftreinhaltung dienen, aber ob ich jetzt 50 im dritten Gang oder 30 im zweiten Gang fahre, also von den Umdrehungszahlen her und so weiter, dürfte das wohl überhaupt kein Unterschied sein. Das ist alles nur an den Haaren herbeigezogen. Aber die Grünen und Linken, also die Ideologen sozusagen, die Autogegner, die Mobilitätsgegner, muss man ja sagen, arbeiten fleißig weiter daran, uns das Leben so schwer wie möglich zu machen, die Mobilität zu verringern, einzuschränken oder gar zu verunmöglichen. So lesen wir zum Beispiel in der letzten Zeit häufig in der Qualitätspresse, dass das Tempo 20 in den Innenstädten, 30 genügt ja gar nicht mehr, dass das Tempo 20 ja eigentlich viel besser sei. Ja? Das möchte ich euch jetzt hier mal zeigen. Da ist natürlich hier das Sturmblatt der Demokratie wieder ganz oben, wenn es um solche Vorschläge geht. Frage, ist 20 das neue 30? Völlig oberbescheuert. Das kann nur so ein Redakteur einfallen, der natürlich auch grün wählt. Da steht also schon eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 Kilometern ist umstritten. Da geht Hannover noch einen Schritt weiter. Wer noch in der nahezu autofreien City darf, soll da mit 20 schleichen. Für das Limit, also 20 Kilometer pro Stunde, erwärmen sich bereits andere Städte. Was sind das überhaupt für eine Ausdrucksweise? Erwärmen sich bereits andere Städte. Haben diese Bürgermeister mal je ihre Untertanen gefragt, ob sie das wollen? Und was da in dem Spiegeltitel natürlich auch offenbart wurde, ist, dass die Innenstädte irgendwann autofrei sein werden. Es geht gar nicht um die Kilometer- oder Geschwindigkeitsbegrenzung, sondern es geht darum, dass man das Fahren in Städten in der Zukunft wahrscheinlich komplett verbieten will. Und wenn Sie 20 Kilometer pro Stunde angewiesen haben, dann kommt danach 10 Kilometer und dann 5 und dann gar nichts mehr. Denn wenn ich dann nur noch so langsam fahren kann, ist ja wohl auch klar, dass ich das Auto dann gar nicht mehr benutze, sondern lieber mit den Öffentlichen fahre oder zu Fuß gehe. Viel langsamer ist das ja dann auch nicht. Also so kommt das Fahrverbot Schritt für Schritt durch die Hintertür. Was habe ich am Anfang gesagt? Niemand hat die Absicht, die Mobilität einzuschränken. Wir sprechen uns in 5 Jahren wieder. Folgt mir auf Telegram, der Link ist gleich hier unten. Auch die Artikel zu diesen Themen, die ich hier angesprochen habe, bei Telegram ist mein Kanal MM-News offiziell, dort immer aktuell informiert zu Themen von Wirtschaft und Politik.